Hallo und herzlich willkommen zu spessartimger.de. Heute ist der 31. Januar 2014 und eigentlich ist nicht mehr viel bei den Bienen zu tun. Deshalb wollte ich hier nur einmal eine Methode der Varroa-Behandlung vorführen, die in Deutschland hier nicht erlaubt ist. Selbstverständlich sind wir hier nicht in Deutschland, das versteht sich von selber. Und zwar geht es heute um das Verdampfen von Oxalsäure. Erstmal, was halte ich vom Verdampfen von Oxalsäure? Ich halte eigentlich, ich bin da zwiegespalten. Also der Anwenderschutz ist schon aufwendig, aber ich werde jetzt hier mal eine Methode vorführen, wo der Anwender ziemlich in Sicherheit ist, auch ohne große Gasmasken und so weiter, weil wir die ganze Geschichte fernauslösen werden. Und zum einen halte ich sie für bienenverträglicher als das Träufeln. Ich habe das vor Jahren schon mal versucht. Ich habe eine Gruppe geträufelt, eine Gruppe verdampft. Also beim Verdampfen, die sind wesentlich stärker und vitaler aus dem Winter gegangen. Ist natürlich nur ein subjektiver Eindruck, weil es ja keine wissenschaftliche Studie. Okay. Dann kommen wir zum letzten Film für dieses Jahr. Jetzt mal ganz kurz zum Equipment. Der Verdampfer läuft mit 12 Volt. Das kann man eigentlich mit einer Autobatterie betreiben. Ich heute werde es mit Strom, mit einem Ringkerntrafo 12 Volt, mit enormer Leistung und mit diesem Löffel. Da ist hier eine Zündkerze vom VW Golf, eine Glühkerze vom VW Golf drin, ein Aluminiumklotz, in dem eine Höhle, also ein Bohrloch angebracht ist, wo genau, wenn es gestrichen ist, 2 Gramm Oxalsäuredehydrat reinpassen. Wie gesagt, die Spannungsversorgung läuft dann über diesen Ringkerntrafo. Ich werde den Löffel füllen, werde ihn ins Volk einbringen, werde das Flugloch mit einem feuchten Tuch verschließen und werde dann ganz hinten im Bienenhaus, und zwar hier, den Stecker reinstecken und 8 Minuten warten. Dann werde ich den Strom wieder unterbrechen, noch ein bisschen warten und werde die ganze Maschinerie hier wieder abbauen. Okay, soweit zur Theorie. So, hier haben wir das nasse Tuch. Dieses Brett dient als Einlage. Da liegt der Löffel dann drauf, damit in der Beute nichts anbrennen kann. Und beim Zweizager füllen wir das Ding komplett voll. Gut. Es liegen ein paar Varroen drauf. Unser Brett. Der Boden muss geschlossen sein. Platzieren es ungefähr unter den Bienensitz. Und dichten das Ganze mit einem Tuch und einem feuchten Tuch
gut ab. Okay. Ab jetzt läuft die Zeit. Ich prüfe nochmal mit Funkenschlag, ob auch, jawohl. Man sieht, hier funkt es kräftig. Das heißt, Spannung ist da und die Behandlung kann losgehen. Nach 8 Minuten müsste eigentlich alles voll verdampft sein. Dann können wir die Spannung unterbrechen und warten noch mal weitere 2 Minuten. Wir den Verdampfer entfernen. Diese eben gezeigte Methode ist zwar hochwirksam gegen die Varroose, aber erfordert halt einen hohen Anwenderschutz und sie stellt halt ein hohes Risiko für den Anwender dar. Deshalb ist diese Methode erstmal nicht zu empfehlen. Wir haben ja gute Alternative. Wie die Milchsäurebehandlung, zeige ich hier mal, und auch die Oxalsäurebehandlung mit Träufeln hier, sodass wir diese Verdampfermethode eigentlich gar nicht brauchen. Wie gesagt, ich habe selber nur subjektiv festgestellt, dass diese Methode für die Bienen verträglicher ist als das Träufeln. Jetzt wollte ich noch ein paar YouTube-Freunde grüßen und ihnen nochmal wirklich von ganzem Herzen gute Besserung wünschen. Das einmal ist das der Johann, ja, und mein Freund Detlef. Die Kanäle, die stelle ich mal hier und hier hin. Also hier ist der Kanal vom Johann und das ist der Kanal vom Detlef. Und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2015. Euer Spessart-Imker.de. Ciao.